Heute haben wir einfach mal wieder etwas Spaß mit CSS und dieses Video ist für jeden für euch, auch wenn ihr noch nie damit gearbeitet habt. Ich werde also alles erklären, aber was machen wir denn eigentlich? Grundsätzlich sehen wir hier ein Bild. Dieses ist nicht sonderlich beeindruckend. Wenn ich mit der Maus aber über dieses Bild gehe, sehen wir, wir bekommen Text eingeblendet und wir haben so einen richtig coolen Shattered Glass Effekt im Hintergrund, wo wir einfach das aussehen lassen, als wenn Glas zerspringt. Und ich werde euch in diesem Video zeigen, wie das funktioniert, wie ihr diesen Effekt modifizieren könnt und welcher kleine Trick dahinter steckt. Also bleibt dran, viel Spaß, auf geht's! Wie immer starten wir mit der Erklärung meines Setups. Hier an der Seite sehen wir Chrome, hier an der Seite sehen wir Visual Studio Code mit meiner Standardentwicklungsumgebung. Diese findet ihr unten in der Videobeschreibung verlinkt, da erkläre ich alles. Ansonsten findet ihr dort auch einen Link zu Discord, wo ihr der Community joinen könnt, um einfach mal Hallo zu sagen oder Fragen zu diesem oder anderen Videos zu stellen. Ansonsten, ja, legen wir jetzt los und weiter geht's. So wie in fast jedem meiner Videos starten wir mit ein bisschen HTML und als erstes erzeuge ich mir hier eine Divbox mit der Klasse Image. Das nächste, was wir hier drin machen ist, wir erzeugen uns ein Bild, das kopiere ich mir hier einfach mal rein. Da habe ich nur gesagt, okay, wir haben ein Image-Tag mit einer Source, in meinem Fall verlinke ich ein Bild mit einem Alt-Attribut. Das speichern wir jetzt ab und in dem Moment sehen wir hier schon ein Bild. In unserer Style.scss müssen wir das jetzt ein bisschen anpassen, weil so können wir das nicht lassen. So, aber was machen wir hier drin? Wir wissen ja, wir haben gerade eine Image-Klasse definiert. In unserer Image-Klasse machen wir erstmal nichts, das ist gar nicht so entscheidend. Was wir hier drin aber machen wollen, ist unser Bild anzupassen. Um das zu tun, spreche ich hier direkt unser Image-Tag an und sage, okay, wir haben 100% Weite, aber maximal soll unser Bild in meinem Fall 20 Rem sein. Das speichere ich ab. Das verändert sich hier drin nicht, weil das hier schon 20 Rem sind. Ich habe das so passend zugeschnitten. Außerdem will ich einen Border-Radius auf mein Bild, dann bekommt das hier so runde Ecken. Das ist nur Geschmackssache und mehr machen wir hier gar nicht. Außerdem möchte ich hier eine Transition drauflegen mit 150 Millisekunden Dauer und so einer kleinen Easing-Function auf alle Attribute. Was wir nämlich jetzt machen können, ist zu sagen, okay, in dem Moment, wenn wir mit der Maus über unsere Image-Klasse gehen, dann würden wir gerne auch unser Bild ansprechen. In meinem Fall sage ich zum Beispiel, dass wir ein Transform-Attribut benutzen wollen, um unser Bild etwas zu drehen. In meinem Fall sage ich auf der X-Achse um 30 Degree und sonst mache ich hier aber gar nichts. Das speichere ich jetzt so ab und in dem Moment, wenn ich mit der Maus jetzt hier rüber gehe, seht ihr, unser Bild dreht sich so ein bisschen. Mehr passiert hier auch gar nicht. Aber ihr seht, das verhält sich nicht so richtig 3D-mäßig, sondern es dreht sich sehr flach. Und um das jetzt wirklich zu ermöglichen, dass das diesen 3D-Effekt bekommt, brauchen wir Perspective. Da sage ich einfach 1200 Pixel. Für euch müsst ihr das eventuell ein bisschen anpassen. Das legt den Fluchtpunkt fest, wo sich das 3D quasi hinbewegt. Wenn ich jetzt mit der Maus hier rüber gehe, seht ihr, dass die untere Seite des Bildes länger ist als die obere Seite, weil wir quasi über diese 1200 Pixel bei Perspective einen Fluchtpunkt gesetzt haben. Sehr wichtig. Das können wir erstmal so lassen. Damit haben wir ja schon mal so eine kleine Animation gebaut. Aber wenn man nochmal zurückdenkt, wir hatten ja so ein bisschen Text, der auftaucht in dem Moment, wenn wir darüber gehen. Deswegen gehen wir nochmal in unseren index.html rein und sagen hier, wir haben eine Divbox mit in meinem Fall Intro. Einfach einer weiteren CSS-Klasse, wo wir uns eine Überschrift und einen kleinen Paragraphen reinkopieren. In dem Moment, wenn ich das so getan habe, sollten wir natürlich das auch korrekt schließen. So, wunderbar. Und jetzt haben wir hier Text drin. Das müssen wir jetzt natürlich auch gestalten, weil so können wir das nicht lassen. Und wir sagen jetzt, okay, wir würden hier drin gerne unsere Intro-Klasse gestalten und wir würden diese gerne positionieren mit Position Absolute. Aber halt, Absolute funktioniert aktuell nicht. Wenn ich nämlich jetzt sagen würde, wir würden gerne Bottom definieren mit einem Rem als Abstand, dann rutscht unser Text zwar hier runter, aber wir wollen das festlegen, dass sich das besser verhält und dafür sagen wir hier oben Relative. Das wollen wir einfach sicherheitshalber mal machen, dass es wirklich auch korrekt dargestellt wird. Wir wollen aber auch unseren Text links und rechts eingrenzen. Jetzt ist der ein bisschen zusammengerutscht und wir wollen sicher gehen, dass dieser Text über einer anderen Instanz liegt, also Index 2, weil wir müssen gleich unseren eigentlichen Effekt, also diese Glasplatten, die zersplittern, die kriegen gleich Z-Index 1. Das nächste, was wir machen wollen, ist auch hier eine kleine Easing-Funktion drauflegen, also Transition, 150 Millisekunden, Ease-In und dann auch All. Und was wir machen wollen, ist einmal unsere Texte zentrieren und die Abstände entfernen, die normalerweise bei halt H3 und einem P-Tag dabei sind. In dem Moment sehen wir, es wird alles zentriert und rutscht dichter zusammen. Außerdem wollen wir die Texte noch ein bisschen gestalten. Das mache ich auch über CSS, indem ich sage, okay, unsere H3-Überschrift bekommt eine größere Schriftgröße als unser P-Tag. Außerdem bekommt unser P-Tag so eine Opacity und wir wollen, dass unsere H3 groß ist, außerdem eine weiße Schriftfarbe. In dem Moment, wenn ich das mache, ist unser Text angepasst und wenn ich hier rüber gehe, verhält sich das wunderbar. Wir wollen jetzt aber auch ein bisschen zusätzliche Animation auf unseren Texten haben. Deswegen sage ich hier oben, wir blenden das eigentlich einfach mit Opacity 0 aus. Und das nächste, was wir machen wollen, auch mit Transform, wollen wir diese Elemente einfach per Default drehen. Und zwar einmal auf der X-Achse um 60 Degree. Und wir wollen das Transform definieren. In meinem Fall sage ich 0, 0. Also als Ausgangspunkt. In dem Moment, wenn ich jetzt hier rüber gehe, passiert nichts mehr und unser Text ist weg. Das müssen wir jetzt wieder quasi revidieren.
aktivieren und sagen hier oben, in dem Moment, wenn wir über unser Image rübergehen, da wollen wir auch unser Intro ansprechen und sagen, okay, unser Intro wird wieder sichtbar. In dem Moment, wenn ich das abspeichere und rübergehe, wird unser Intro wieder sichtbar. Und wir wollen die Positionierung wie auch die Rotation wieder korrekt einstellen, also Rotate 0 und Translate minus 3 Rem. In dem Moment, wenn ich jetzt hier rübergehe, slide das so von unten nach oben rein und dadurch, dass die Karte im Hintergrund so wegklappt, ist das so, als wenn das mit rotiert. Und das ist ein ganz netter Effekt. Und jetzt haben wir schon die Basics geschafft. Und jetzt kommt das eigentlich Interessante, nämlich wie man diese Glasplatten baut. So, aber wie stellt sich denn diese Frage jetzt, dass wir diese Glasplatten erzeugen können? Prinzipiell erstelle ich mir eine Divbox. Diese Divbox bekommt von mir die Klasse einfach ImageGlass und eine weitere Klasse, nämlich einfach Splinter 1, also einfach Splitter 1, das ist die erste Divbox. In dem Moment, wenn ich wieder in unserem CSS-Part drin bin, kann ich jetzt aber sagen, okay, wie verhält sich das denn? Woher kommt denn dieser ganze Effekt quasi eigentlich? Und wir erzeugen uns hier eine weitere Klasse, nämlich ImageGlass und sagen, okay, auch diese bekommt erstmal eine absolute Positionierung, also Z in Index 1, damit sie unter unserem Intro liegt, auch Position Absolute mit 0, 0, also quasi ganz oben in der Ecke. Und wir wollen, dass das 100% der gesamten Karte einnimmt, also 100% in beide Richtungen. Und was wir jetzt machen können, ist ebenfalls den Border Radius kopieren, den unser Hintergrundbild ja quasi bekommen hat. Und was wir auch machen wollen, ist das erstmal abzuspeichern. Passiert gar nichts. Wenn ich jetzt hier rüber gehe, verhält sich das auch ganz normal, also noch nicht wirklich irgendwas Spannendes passiert. Was wir jetzt machen können, ist als erstes dafür zu sorgen, dass wir eine Hintergrundfarbe kriegen, damit wir unser Glas auch mal sehen. Deswegen sage ich jetzt Background Color RGBA, benutze eine weiße Variable aus meinem Preset und sage einfach mit 3% Deckkraft. Wenn ich das abspeichere, sehen wir es so ganz bisschen hell geworden. Und was wir jetzt auch machen können, um diesen wirklichen Glaseffekt zu erzeugen, ist ein Backdrop-Filter mit Blur und hier 0,2 Rem. Wenn ich das abspeichere, wird das unscharf, wie ihr seht. Und ich kann jetzt, um den Effekt noch ein bisschen zu vergrößern, um wirklich dafür zu sorgen, dass es aussieht wie eine Glasscheibe, noch eine ganz, ganz dünne, fast unsichtbare Border mit da drauf legen, die da einmal umzuliegt, die auch später richtig schön wirkt, als wenn das ein Scherz ist quasi. Was wir jetzt aber brauchen, ist ein Clip Pass. Das ist quasi der Schlüssel dieses Videos und bevor wir den setzen, der muss nämlich gleich auf unsere Splinter 1 Klasse gesetzt werden, sollten wir verstehen, was wir uns darunter vorstellen können und wie das alles abläuft. Dann wollen wir mal verstehen, wie unser Polygon eigentlich funktioniert. Grundsätzlich haben wir ein Viereck. Dieses Viereck hat vier Koordinaten, nämlich einmal oben in der Ecke 0, 0, dann 100, 0, hier unten 100, 100 und dann auf der anderen Seite 0, 100. Soweit auch gar nicht so schwer. Grundsätzlich haben wir jetzt die Möglichkeit zu sagen, okay, unser Polygon bekommt eine Koordinate mitgegeben, in unserem Fall 0, 0. Das bedeutet, wir starten eine neue Form, genau hier oben in der Ecke. Der nächste Punkt, den wir setzen, 35, 0, würde dafür sorgen, dass wir eine kleine Linie genau auf der obersten Linie unseres Vierecks quasi ziehen, bis zu 35%. Wenn wir jetzt einen Punkt genau in die Mitte setzen, also 50, 50, dann zeichnen wir unser Viereck einmal größer, bis genau in die Mitte. Wenn wir dann am Ende noch einmal einen Punkt bei 0, 40 setzen, haben wir ein kleines Viereck gezeichnet, ein Polygon, und das können wir unendlich verändern. Also wir können das an jede Position setzen und später könnt ihr auch unendlich viele Polygone in diesem Effekt verwenden, weil jedes Polygon ist nur ein Splitter-Effekt und das können wir editieren und verändern, wie wir wollen. Das kann mehr oder weniger Eckpunkte haben und ihr könnt euch das so vorstellen wie so ein Koordinatensystem. Und solange eure Karte wirklich viereckig ist, könnt ihr auch dieses Grundkonzept dort immer verwenden. So, nachdem wir jetzt ja wissen, wie unsere Polygone funktionieren, weiß ich, okay, ich möchte jetzt hier in der Mitte unseren Ausgangspunkt definieren, also von hier sollen unsere drei Splitter wegbrechen. Das bedeutet, unser erster Punkt beginnt bei 50%, 50%, also vertikal und horizontal jeweils genau in der Mitte. Der nächste Punkt ist, wir wollen hier so ein bisschen hochgehen, also hier oben sind wir auf 0% und hier in der horizontalen Achse sind wir quasi bei 35%, also Komma und dann sagen wir 35% 0. Dann wollen wir hier ganz rüber gehen, also hier quasi ganz in die Ecke und das ist natürlich auf beiden Achsen 0 und dann wollen wir noch einmal so runtergehen, also sind wir auf der Achse hier in dem 0 und hier unten sind wir aber auf 70. Deswegen sage ich hier hinten am Ende 0 und 70. Das speichere ich jetzt ab und in dem Moment sehen wir, unser Splitter hat sich verändert. Wir haben jetzt nur noch so ein Teil und es ist die Optik von einem Splitter eigentlich. Und wir können jetzt hingehen und sagen, okay, wir fügen jetzt einen zweiten Splitter ein. Ich sage jetzt also hier einfach Splinter 2 und habe das Polygon so angepasst, dass es quasi auch wieder hier startet, dann nach oben geht, dann hier rüber geht, dann runter geht und dann wieder hochgeht. Das speichere ich jetzt ab, aber es passiert noch nichts, weil wir hier natürlich noch keinen zweiten Splitter erzeugt haben. Das machen wir jetzt einmal und sagen hier Splitter 2. In dem Moment haben wir hier einen zweiten Splitter und wir brauchen natürlich noch einen dritten, speichere ich mir auch ab und in dem Moment kann ich hier unten auch noch Splitter 3 hinzufügen. So, wunderbar. Wir haben jetzt also drei Splitter erzeugt, aber wenn ich hier mit der Maus rübergehe, sehen wir, die bewegen sich noch nicht so richtig. Das sieht noch nicht so aus, als wenn die zersplittern und das müssen wir jetzt natürlich auch noch machen. Das Ganze funktioniert auch wieder hier oben in unserer Mouse-Over-Funktion.
Funktion und sagen hier, okay, wir sprechen hier unsere Image Glass an. Das nächste, was wir da oben jetzt nämlich ansprechen wollen, ist unser erster Splitter. Unser erster Splitter bekommt jetzt von uns einfach einen Transform und ganz wichtig, wir wollen hier Translate 3D nehmen. Das ist nämlich ganz entscheidend. Damit beziehen wir uns nämlich wieder auf diese Perspective hier oben und können jetzt drei Werte vergeben, nämlich die X, Y und Z-Achse. Wir sagen also, unser erster Splitter soll so ein bisschen rausgezogen werden, dann bleibt es aber auf der Achse gleich und wir wollen, dass unser Splitter aber nach vorne kommt, also dem Nutzer quasi entgegenfliegt. Das speichere ich jetzt ab und wenn ich mit der Maus hier rüber gehe, sehen wir, unser Splitter verändert sich, aber wir sehen auch, da ist noch keine Animation. Das ist zum Glück überhaupt kein Problem, das kopieren wir uns hier unten einfach und sagen hier, okay, wir wollten gerne hier auch eine Animation haben. Wenn ich jetzt hier rüber gehe, sehen wir, wir haben wunderbar unseren Splitter animiert, dass der jetzt uns so entgegenkommt. Wir können aber noch mehr machen und zwar so ein Splitter, der bricht ja eigentlich, weil was reinfliegt, weil was in die Scheibe knallt quasi und deswegen dreht sich das ja. Das ist ja nicht einfach so, dass es dir gerade entgegenkommt und das Schöne ist, wir haben auch eine Rotate 3D-Funktion. Wir können also sagen, auf den drei Achsen wollen wir eine ansprechen und diese Achse wollen wir gerne drehen und zwar in meinem Fall um 35 Degree. Das speichere ich jetzt ab und wenn ich jetzt mit der Maus rübergehe, sehen wir, unser Splitter dreht sich in die Karte hinein, als wenn hier in der Mitte, wo es kaputt gegangen ist, etwas reingeflogen ist. In dem Moment können wir das Ganze jetzt noch adaptieren für die anderen. Das kopiere ich mir jetzt aber einfach mal rein, weil das ist quasi dasselbe. Es dreht sich auch wieder, aber es ist ein ganz bisschen anders von der Positionierung. Zum Beispiel der dritte Splitter geht nach unten weg, der hier geht nach rechts weg. Und wenn ich das jetzt abspeichere und hier rübergehe, zerbricht unsere Karte schon richtig schön. Das sieht so aus, als wenn das Ganze kaputt geht und damit kann man eine Menge Spaß haben, weil das ist nicht das Ende, sondern ihr könnt das auch noch deutlich erweitern. Und zwar das Erste, was ich definitiv erweitern würde, ist die Farbe rausnehmen. Ich würde sagen, hier haben wir keine Farbe, sondern die Farbe der Background kommt quasi erst bei einem Mouse-Over. In dem Moment würde ich gerne diese Farbe hinzuaddieren. Jetzt ist das nämlich mehr das originale Bild. Dasselbe ist der Backdrop-Filter. Diesen würde ich hier auch nicht hinzuaddieren, sondern den würde ich hier oben animieren, nämlich auf 0.2 und hier unten würde ich den komplett weglassen, damit das Bild gestochen scharf ist, in der normalen Ansicht natürlich. Und wenn ich jetzt mit der Maus rübergehe, zerbricht das und erst dann sieht man, dass man diesen Glaseffekt hat. Das finde ich schon mal deutlich schöner. Aber ihr seid natürlich nicht auf drei Splitter beschränkt, sondern man kann auch viel, viel mehr Splitter haben. Und zwar kann ich zum Beispiel auch sagen, ich habe jetzt noch mehr Splitter und kann noch meinen Nullpunkt versetzen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt hier rübergehe, zerbricht das in eine ganze Reihe von Splittern. Man kann auch kleinere Schrakmelle machen, die vielleicht gar nicht bis zum Rand gehen. Also euch sind da keine Grenzen gesetzt. Und ich fände es richtig cool, wenn der ein oder andere mal sein Beispiel auf CodePen einfach unten in den Kommentaren verlinkt, was ihr so richtig cooles mit diesem Effekt gebaut habt. Ansonsten war es das schon wieder für diese Woche. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Bis nächste Woche und ciao.